Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen! Also, die Debatte hat mir schon Freude gemacht. Das war ein wohlerwogener Streit. Auf zwei Punkte werde ich noch eingehen, liebe Frau Andreae. Ich habe mich besonders gefreut über die Rede des Vizekanzlers. Das war eine schöne, komplementäre Ergänzung zur Rede der Kanzlerin. Und bei den meisten konnten wir mit Fröhlichkeit mitklatschen, gell? Ein Zeichen für die brüderliche Einmütigkeit dieser vorzüglichen Regierung. An einem einzigen Punkt haben wir vielleicht eine kleine Differenz. Aber deshalb streiten wir uns dann auch, vielleicht auch im Wahlkampf. Die Steuersenkungen machen wir nicht, und wir haben sie nicht vorzumachen, um Menschen glücklich zu machen, gell? Sondern wir haben gelernt, dass das Geld, das bei den Leuten bleibt, die es erarbeitet haben, am klügsten, effizientesten und besten eingesetzt wird. Und wenn das Geld bei den Leuten bleibt, dann läuft der Laden. Und insofern war es eine großartige Sache, dass wir in dieser Periode hier keine Abgaben erhöht haben, außer der Pflegeversicherung, die wir vereinbart hatten, keine Steuern erhöht haben. Die Leute atmen ein bisschen leichter, gell? Und wenn die Fröhlichkeit der Menschen zunimmt, dann wächst das Land. Der Wolfgang Schäuble hat, Entschuldigung, der hochverehrte Herr Bundesfinanzminister hat zu Beginn der Woche gesagt, wir müssen unsere Zukunftsfähigkeit bewahren. Jawohl, das ist in vielen Bereichen. Das ist auch die Fröhlichkeit der Menschen, das gehört dazu. Es ist die Arbeit und die Arbeitsplätze, die uns zuwachsen. Das sind tüchtige Familien, die fröhliche Kinder anziehen. Das sind hier ganz unterschiedliche Bereiche, das ist der Frieden im Land. Aber dazu gehört auch der Wohlstand und die Zuversicht, dass er weiter wachsen kann. Und dafür ist der stärkste Anker für unser Land in einer immer noch, wie wir hoffen, auch weiterhin offenen Welt, ein Vorsprung in Wissenschaft und Technik und Gestaltung der Zukunft für Arbeit, für Umwelt, für Wohlstand. Und da haben wir hier in den letzten 10 Jahren, in den letzten 12 Jahren schon fast, eine großartige und stetige Arbeit hingelegt. Gell? Also, das Geld ist gestiegen und es haben mehrfach gepriesen, fast verdoppelt in dieser Zeit. Schön. Aber es war auch ziemlich intelligent eingesetzt, gell? Geld ersetzt Intelligenz nur begrenzt. Aber wenn man Geld und Intelligenz zusammenbringt, dann kann das hilfreich sein. Und wenn ich sehe, wie wir die Schwerpunkte gesetzt haben, auch in diesem letzten Haushalt, es haben mehrere zu Recht gepriesen, wie der Mittelstand hier Säule unserer Wirtschaft ist. Mark Hauptmann sprach von den Hidden Champions. Aber es gibt eben auch ein breites Feld, auch dieses kurz angesprochen worden, in dem man die Sorge hat, dass im Mittelstand die Innovationsfähigkeit nachlässt. Da ist es richtig, dass wir in der industriellen Gemeinschaftsforschung hier 30 Millionen draufgelegt haben. Fast noch wichtiger ist, dass wir Verpflichtungsermächtigungen um 48 Millionen erhöht haben. Wir, sage ich, obwohl ich nicht Haushaltsausschuss melden, gell? Andreas Mackfeld und Thomas Jürg sind kluge Berichterstatter. Und sie denken im gleichen Geist wie hier die Fachpolitiker. Und das ist gut für Deutschland. Das heißt, wir haben hier durchaus die Sache weiter ausgebaut. Da, Frau Andreae, Sie mahnen an die steuerliche Forschungsförderung. Und das wäre hier schön, dass Sie mir applaudieren. Sie wissen, dass ich im Herzen dabei bin. Ja? Aber dieses, Sie auch? Ja, also das wird schon sehr gut. Dann wollen wir es mal alle in unsere Wahlprogramme schreiben. Gell? Und wer dann immer koaliert, wird dann ein interessantes Arbeitsfeld in den Verhandlungen mit dem Finanzminister haben. Das ist jetzt nicht der Kairos, der rechte Moment. Wir haben hier jetzt, und es läuft leise, aber es ist wahr,
mit Zustimmung des Finanzministers die Verlustvorträge für die Wagniskapitalgesellschaften in einen vernünftigen Arbeitsprozess gebracht. Der Finanzminister sagt, 600 Millionen mag das kosten im Jahr. Daran haben wir jetzt hier seit 10 Jahren gearbeitet. Mit Steinbrück waren wir uns schon einig gewesen, gell? Alle haben uns gesagt, das ist Europafest. Das war nicht ganz der Fall. Dass wir hier bei allem, was wir tun, auch die Schwerpunkte mit Europa sinnvoll abstimmen, das ist auch eine wichtige Sache. Also von dem Mikroelektronikprogramm sehen wir im jetzigen Haushalt nur die Spitze des Rüssels, gell? Das sind 50 Millionen, viel Geld. Aber der Wirtschaftsminister hat vorgesehen, rund 1 Milliarde bis 2020. Und das ist nur ein Teil der Sache. Die deutsche Wirtschaft wird 2,4 Milliarden draufsetzen. Und die anderen Partner in Europa wollen das nochmals aufstocken auf 6,5 Milliarden. Und das für ein Feld, wo wir noch ziemlich stark sind und stark gehalten sind. In Aktoren, in Sensoren, in der Leistungselektronik, Halbleiter für Leistungselektronik. Das heißt also ein großer Bereich. Und hier hat die Europäische Kommission, über die wir uns hier bei den Verlustvorträgen herzlich geärgert haben, ja, als politische Kommission durchaus politische Intelligenz gezeigt, gell? Denn sie hat definiert, Projekte gemeinsam europäischen Interesses, und das gehört dazu, bei dem die Frage der Beihilfeprüfung nach anderen vernünftigen Kriterien erfolgt. Europa steht sich manchmal selbst im Weg. Das ist schade, weil es auch die Leidenschaft der Menschen für Europa nicht immer hinreichend befeuert. Und dann hier in kritischen Situationen für wichtige Dinge einen politischen Konsens zu kriegen, das ist eine gute Sache. Nun habe ich hier viele wunderbare Themen. Wir müssten hier sprechen über die Industrie 4.0. Eine geniale Marke. Die Idee, dass man hier so eine Spitzmarke bringt, um das, was digital in der Produktion geschehen muss, dann wirklich zu einem Thema zu machen, bei dem jeder Einzelne sich überlegt in seinem Unternehmen, was bedeutet das? Was bedeutet das für meinen Zugang zum Markt, zu Zulieferern, zu meiner Vernetzung? Wie kann ich meine Strategien anlegen? Dass dieses jetzt langsam heranwächst, dass wir noch Rahmenbedingungen setzen müssen, dass wir internationale Standards kriegen müssen, dass wir gemeinsame Infrastrukturen kriegen, dass wir hier Plattformen aufbauen. Wir haben 9 Plattformen und 2 Foren, die jetzt dann wirklich Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft zu einem gemeinsamen Verständnis und einem gemeinsamen Handeln heranziehen. Dies gehört entscheidend dazu. Dies alles wird auch in den nächsten Jahren hier ziemlich viel kosten, gell? Wir haben hier, ich sagte es zu Beginn, unsere Aufwendungen für Forschung in den vergangenen 12 Jahren nahezu verdoppelt und die Wirtschaft hat mitgezogen, gell? Wenn wir vorne wegreiten und keiner folgt uns, dann werden wir abgeschossen. Aber was wir hier in den nächsten Jahren anzulegen hatten, Herr Vizekanzler, Sie sprachen davon, dass wir uns ein Beispiel nehmen sollen an Korea. Die hat heute 4,3% oder 4,4% des Bruttosozialprodukts in der Forschung. Ihr Innovationsprogramm innerhalb der Partei, der Sie ja auch angehören, gell? Ich spreche sonst mit Ihnen nicht parteipolitisch, sagt hier, dass wir auf 4,0% kommen müssen in 2025. Das sind hier Ziele, die bedeuten, dass der Bund mit seinem Budget Schritt hält. Sonst funktioniert es nicht. Und das sind enorme Beträge. Und dieses hier klarzumachen, bevor wir in die nächste Periode gehen, sodass jeder weiß, wo Schwerpunkte zu sein haben, das wird eine der großen Aufgaben sein. Das dürfen wir nicht leise machen. Das muss erkennbar werden.
und erkennbar durch die Faszinationskraft der Zukunft. Die Kanzlerin sprach von der digitalen Welt, in die wir gehen. Hierbei die Menschen mitzunehmen, ist eine der großen Aufgaben, nicht nur technisch erfolgreich zu sein. Der Digitalpakt, den die Bildungsministerin andenkt, ist hier ein wichtiges Element. Und wir hoffen, dass die Länder mitziehen. Aber dass dies alles zusammen zu einer einzigen Strategie zusammenschießt, die erkennbar macht, dass wir aus Vernunft und mit Augenmaß die Zukunft bewältigen können, in der jeder sein Leben gestalten kann, aus eigener Freude an den eigenen Aufgaben. Und wir alle zusammen in einer Gemeinschaft stehen, bei unterschiedlichen Meinungen, in einem fröhlichen Streit im Parlament, aber dann mit Entscheidungen, zu denen wir stehen, wenn sie gefallen sind. Das ist die Grundlage dafür, dass die Menschen auch in Zukunft glücklich in diesem Lande werden. Herzlichen Dank.